Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 mit einem bewusstlosen Jakov. Und wir begeben uns nun weiter auf die Reise nach einem mächtigen Zauberspruch. Verbrannte Erde. Das passiert, wenn man eine Klinge nicht zu führen weiß. Oh ja. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Wow. Wir gehen auf die Reise nach einem Zauberbuchspruch, der sehr magisch ist. Aus welchem Grund wir den nirgendwo anders gefunden hatten. Sondern nur dort in den alten Ruinen finden können, wo wir jetzt hingehen. Und wenn wir dann dort diesen Zauberspruch gefunden haben, mit dem wir dann irgendwas machen können, was ich nicht mehr weiß, weil ich so ewig kein Risen mehr gespielt habe, hoffe ich einfach, dass wir den dann haben. Und ich laber viel zu viel Scheiße und weiß selber nicht, über was ich rede. Und ich glaube, das ist nicht Teil der Aufgabe von meinem Gerede. Sondern Teil der Aufgabe von meinem Gerede ist, euch zu unterhalten. Dazu muss man übrigens sagen, ich habe gerade schon das Spiel irgendwie 30 Mal neu gestartet und Fraps 2, 3, 4, 5 Mal. Weil einfach... Wow, fuck, da hinten. Weil einfach das Spiel so meinte, ey, Digga, 3 FPS sind schöne Platz zum Aufnehmen. Und ich dachte mir einfach ganz halt so, ey, nein, oder? Was ist jetzt los? Was ist denn da los? Und so. Aber dann hat sich herausgestellt, dass einfach alles in sich behindert ist. Und dass ich dann einfach meinen PC neu gestartet habe und dann ging alles wieder. Keine Ahnung, was da los war. Das hat mich mega gewundert und so. Und so, und ich habe einfach keinen Plan bekommen. Ich habe keinen Plan bekommen. Du kannst Nahkampf steigern, du kannst Fingerfertigkeit steigern, weil du 100 Ruhm dazu bekommen hast. Hat mich auf jeden Fall ziemlich angepisst, muss ich schon dazu sagen. Aber jetzt ist alles ganz wieder okay und ja. Da hinten ist ein großes Viech, vor dem ich Angst habe, weil ich nicht mehr weiß, was es macht und so. Aber wir müssen jetzt kurz nochmal saufen gehen, bevor wir da jetzt weitergehen. Let's drink, because drinks makes our life again full. So we drink and now our life is full. Now we can go to the Dingsbums da. If I can speak English much more better, then we could make our parts in English. But I can't. Goldquarz. Sexy Sache. Da hinten war das große Ding. Ich habe irgendwie das Verlangen, mich mit diesem großen Ding anzulegen. Noch so ein Schattenbiest. Ein Seelenschatten. Wow! Bruder! Hast du einen Rumpsteak parat? Denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Ja. Das Lied habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Pam. Das ist cool, wenn er sich auf meinen Kumpel fokussiert. Oh! Ja, auf meinen Kumpel fokussiert. Man hört ihm aber auch zu. Und das Ding sieht verdammt episch aus, ganz ehrlich. Wenn dessen ist, weiß ich auch nicht. Oh, aber es ist halt auch verdammt. Wie macht man nochmal seine Geheimwaffe? Ja, man, mit E. Mit E, sollte ich mir merken. Ich kann halt überhaupt nicht mehr mein Leben aufladen, ja. Oh, ich sollte mal in mein Inventar gucken. Benutzbares. Oh, wir haben ja noch ein bisschen Grog. Ein bisschen Rum. Ein bisschen. Nein, Fusel. Schnaps des Todes. Okay. Sonst haben wir hier irgendwie nichts, was ich benutzen kann. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Irgendwo aus dem Nirgendwo, vermute ich jetzt einfach mal. Da hinten? Hä, wo? Jetzt bin ich gerade voll verwirrt, wo wir gerade waren und wo wir hin müssen und... Warte mal, wir waren da rechts und wir müssen da hoch, auf den Berg. Ja, wie kommt man denn da hoch? Ah, da hinten ist auf jeden Fall meine Truhe. Eine tolle Sache. Ey, jetzt geh sterben. Unsozialer Boy. So, den Nummer 1 haben wir. Und, oh, das ging voll daneben. Hä, lol, wo kommt der denn jetzt her? Aufgepasst. Hä? Sag mal, das ist jetzt echt sehr verwirrend. Ich glaube, da hinten geht's hoch.
Klar geht's da hinten hoch. Oh je, da merkt man schon. Linus und seine Kenntnisse. Du hast deinen Meister gefunden. Oh, das war ein richtig geiler, was auch immer. Skelett tot, ein Knochen erhalten. Und das da hinten meine Truhe. Verschlossen, das kann ich zum Glück öffnen. Yeah, lade mal alle Texturen. So. Das ist mal einfach. Schwerer Dolch. Fähigkeit Dolche. Okay, cool. Toll. Tolle Sache, muss man schon sagen. Überhaupt irgendwie nichts gebracht, aber. Okay, da den kann man noch ausrauben. Immer wieder gern. Ich raub gerne Tote aus. Ich meine, wer macht das nicht alltäglich? Oh, das sind aber große Tote. Ich wollte euch jetzt nicht so nahe treten, gell? Also, wenn ihr jetzt denkt so, hey, der Dude, der will euch irgendwas. Nee. Der Dude wollt euch gar nichts. Der Dude da hinten wollt euch gar nichts. Immer, wenn zwei auf einen einschlagen, macht das immer deutlich mehr Schaden, als wenn einer auf einen einschlägt. Mann, das war mal eine Genius-Weisheit von mir. Als ob da nicht jeder selbst drauf kommt. Warum kann er sich irgendwie kein bisschen wehren? Das ist so lustig. Oh, Dude. Das war's mit diesem Mist. Ich finde das so unrealistisch, wie die einfach mit einer Keule so meinst du, ey, ich durchstech dich mit einer Keule. Ich habe zwar kein Schwert oder so, aber ich steck einfach meine Keule da durch. Ich brauche noch mehr von diesen uralten Gedöns. Und zwar braucht man das doch für die grünen Flammen. Daran kann ich mich noch erinnern. 2 von 6 uralte Moos. Ja, da hinten sind noch Gegner. Mit denen legen wir uns doch lieben gerne an. Ey, nicht mit dir, Dude. Okay, der ist ein bisschen stark. Was? Wo schlägt denn auch mein Charakter hin? Und wo ist mein Kumpel? Hey, jetzt mal ehrlich, wo ist mein Dude? Okay. Er fängt wieder an zu lenken. Aber nur kurz, das ist okay. Wie kann er denn hier hochschlagen? Ich glaube, das war nicht so vorgesehen, dass ich mich einfach auf den Stein stelle. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wo mein Kumpel hin ist. Oh, ausgewichen. Komm schon, gib ihm. Oh, Dude, was war denn das? Ey, der macht krass. Oh, what the fuck? Oh, komm schon. Ja, Mann. Haben wir das gerade echt geschafft? Uraltes Moos, 3 von 6. Uraltes Moos. Ist das auch uraltes Moos? Nein. Ich brauche noch mehr uraltes Moos. Knackige Rübe. Was geht bei denen? Für was brauche ich denn knackige Rüben? Daran kann ich mich jetzt wirklich gar nicht mehr erinnern. Ah, aber da sind so viele. Sachen, die dann nicht aufheben. Ja, aber für was brauche ich denn die? Okay, da geht's noch runter. Sehr, sehr toll verwirrend. Und mir ist aufgefallen, ich habe irgendwie so gut wie nie in diesem Spiel Sprint benutzt. Ach, da war jetzt noch mehr uraltes Moos. Ein uraltes Moos fehlt noch. Und pam. Wo die Frage ist, wo ist das letzte uralte Moos?
Hey Dude. Ich schlag dich klein und groß, wenn das so weitergeht. Du knackige Rübe, du. Was ist meins? Jetzt gucken wir einfach mal. Finden wir hier irgendwo noch uraltes Moos? Okay, hier ist kein uraltes Moos. Liegt hier noch auf dem Weg irgendwo uraltes Moos? Wir wissen ja grob, wie das aussieht. Ich sehe kein uraltes Moos, aber ich brauch welches. Ich sehe kein uraltes Moos, aber ich brauch welches. What the fuck? Let's try this shit. Zusammenhalten, schaffen wir das! Ja. Oh, da liegen aber viele tote Skelette. Immer auf meinen Kumpel fokussen. Es ist zwar asozial, gebe ich zu, aber... Wer ist sozial, könnte ich sowas hinmachen. Und gut. Oh nein. Wie kann man jetzt da ins Gebüsch rein? Oh hell. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich glaub, Leute. Nein. Nein. Wo kommt das Viech jetzt her? What? Die kam, glaube ich, da aus den Felsen, aber... Mega erschrocken gerade. Mega. Okay, die sind scheinbar noch sehr schwach. Da ist wieder so ein cooles schwarzes Viech. Die sehen aus wie riesige Fledermäuse. Waren das nicht die, die aus den Wänden kommen können? Nein, Dude. Okay, gehen wir wieder hoch. So, und damit würde ich sagen, das war's für die erste Folge Risen seit langem. Also mittlerweile, glaube ich, die 31. oder die 32. Und nächste Folge messen wir uns mit diesen komischen Höllenhunden, wovon es mega viele da oben gibt. Und schauen, was uns in dem Schloss erwartet. Mal schauen, ob wir das alles in der nächsten Folge auf einmal hinkriegen. Aber wir sehen, ciao. Haut rein, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao.